Und jetzt möchte ich noch einen Sprecher bekannt geben, den ich selber hochschätze. Der war früher beim Fritz-Radio und auch Moderator im Fernsehen, wurde rausgeschmissen, weil er einfach straight seine Meinung sagt und vertritt, was wir hier auch da sind und denken. Einfach die Wahrheit sagen. Noch lauter sprechen? Okay. Das kann der Nächste dann machen. Also, willkommen, Ken Jebsen. Hallo, gut, das ist das erste Mal, dass ich auf einer Demonstration vor so wenig Leuten spreche, weil im Internet sind natürlich mehr, aber keine Problem, dass es regnet, das ist ein gutes Zeichen, denn dieser Regen ist noch nicht privatisiert, ein Riesenapplaus, das ist ein Regen, der gehört uns allen. Finde ich super. Ich möchte an dieser Stelle nicht über Monsanto reden, da gibt es jede Menge andere Experten. Ich möchte über etwas anderes reden. Ich möchte nämlich über Marketing reden. Was hat Marketing mit dem zu tun, was wir hier tun? Eine Menge hat es damit zu tun. Denn man muss sich vorstellen, bin ich zu schnell? Nein. Wie viele Leute essen, sind von dem, was hier besprochen wird, sind betroffen? Und wie viele sind hier? Eigentlich müssten ja alle hier sein, weil jeder muss morgens was essen und beißen irgendwelche Möhren rein, aber nicht so viele Leute sind hier. Womit hat das zu tun? Das hat damit zu tun, dass Leute zum Beispiel von ARD und ZDF das nicht angekündigt haben, was hier passiert. Ne? Haben sie nicht getan. So, ich habe lange für ARD und ZDF gearbeitet, über 20 Jahre, und habe dann angefangen, politische Themen zu machen. Hab mir nahegelegt, könnte ich schon machen, es dürfte nur keine Politik drin sein. Dann ging mir das in Ordnung, habe es nicht gemacht, habe mich rausgeekelt. Aber ich bleibe weiterhin ein ARD-Mann, wie alle übrigens auch ihr, weil ihr müsst ja diese GEZ-Gebühren bezahlen. Also seid ihr die Reporter, Freunde. Das müsst ihr verstehen. Ihr habt ein Handy, ihr habt ein Smartphone, ihr habt das Internet zur Verfügung. Das heißt, das ist mal Wohnungsmonopol. Ist nicht gebrochen, was da. Das heißt, ihr seid die Reporter, die nicht da sind, obwohl sie da sind, aber nicht kommen, weil sie nicht dürfen. Habt ihr das verstanden? Das ist der entscheidende Punkt. Deswegen zum Thema Marketing. Ich bin natürlich für all die Jahre auch Soziologe geworden. Ich möchte über zwei Schlüsseltechnologien sprechen, die ganz riesig sind und egal, was man in der Welt erzählt. Das ist die Soziologie, weil wir Menschen in der Masse verhalten und dann haben wir niemand von uns wäre bereit, so als Möhre verkleidet in die Bühne zu laufen. Ja? Aber eine Gruppe als Möhre sieht das schon in Ordnung, richtig? Ne? Und da brauchst du gar nicht als Möhre rumlaufen, weil der... So. Also, viele andere Lass sie mal ruhig, wie man das hat, die Leute sind so.
in der Gruppe, die Parteien sind. Und wenn ich das alles nach Brüssel verlagere, ja, dann brauche ich nur noch 2, 3 Leute zu bestechen, die uns dann einseifen. Wir alle wissen doch, dass das Grütze ist, was man uns erzählt. Warum lesen wir das? Warum schalten wir das ein? Warum diskutieren wir darüber, wie die uns belügen? Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir es anders machen können. So, und das ist der Punkt, an den ich irgendwann gekommen bin. Ich habe keinen Bock mehr darüber, darauf zu warten, dass irgendein Joschka Fischer sich besinnt und ich ihm nachweise, dass er ein korrupter Sack ist. Das weiß ich, okay? Das weiß ich inzwischen, ja? Und es reicht doch nicht, enttäuscht zu sein. Man kann sich nur selber täuschen, ja? Man muss sich dann die Frage stellen, okay, wie ändere ich das? Indem ich einfach mit Gleichgesinnten spreche, dann ist man immer erst Verschwörungstheoretiker. Ja, super, das war früher investigativer Journalist, das war eine Ehrenbezeichnung, das zu sein, ja? So, und dann sagt man zu seinen Kindern, es gibt ja noch Leute, die tatsächlich Kinder bekommen und nicht mit diesem Ding, ja, in diese Welt möchte ich keine Kinder setzen, damit ich nur mein SUV weiterfahren kann. Man muss auf diese Kids einwirken. Und ich habe selbst Kinder. Und meine Kinder sagen zu mir, ey, was ihr uns da an Werten verkauft, das wollen die gar nicht haben. Das wollen die gar nicht haben. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen, toll, es regnet. Wir müssen gar keine Angst haben, dass uns irgendjemand bedroht. Es kommt ja kein Lastwagen, der dich abholt. Also noch ist das nicht so, ja? Und dich abtransportiert, ja? Geht auf die Straße. Ich glaube, heute ist Fußball, oder? So ein Fußballspiel heute. Ich bin sicher, da regnet es auch und es sind mehr Leute. Warum? Na, das ist Brot und Spiele. So, und wir wissen, dass das so ist. Aber das ist der entscheidende Punkt. Lasst euch auf gar keinen Fall abturnen, sondern es muss Spaß machen, diesen, ich nenne sie mal Eltern, nachzuweisen, dass wir Kinder sind und dass die Eltern uns dauernd belügen. Wir sehen es ja gerade beim NSU-Prozess. Wann kommt der Weihnachtsmann? Wann kommt der Mann mit dem Lichtschwert? Wo ist der Fluxkompensator? Das ist ja auch alles ganz schlecht gemacht. Ja, mit solchen Drehbüchern würdest du in Hollywood nicht durchkommen. Da würde der sagen, ey, das ist nicht glaubwürdig, da gehen die Leute aus dem Kino. Ja? Das ist das, was wir heute überall haben. Und deswegen, ich lese diese großen Nachrichtenmagazine, auch den Spiegel. Ich gucke mir das ZDF und das alles nur noch an, um zu lachen. Es ist lustig. Es ist nicht so, dass die lügen. Das machen die ganz geschickt. Nein, sie lassen Teile der Wahrheit weg. Damit du immer sagen kannst, das stimmt ja, das stimmt nur das Datum. Das Datum stimmt. Was wir heute an politischer Berichterstattung in dieser Hauptstadt haben, das ist, hat etwa den Mehrwert wie der Wetterbericht. Darauf kannst du die Leute nicht festklopfen, ja? Und das ist der entscheidende Punkt. Es reicht nicht bloß wütend zu sein und zu sagen, die sind alle scheiße. Das wissen wir schon, ja? Man muss auch eine Anti-Scheiße sein, ja? Das muss man sein, indem man sich nicht abtören lässt. Und ich kann nicht nur sagen, es macht riesig Spaß, diesen Nasen nachzuweisen, wie sie lügen, indem man die alternativen Personen, die es ja auch gibt, indem man die einfach einlädt, indem man die zu Wort kommen lässt und nicht bei Anne Will sagt, nur eine Viertelstunde und dann raus. Brauche ich nicht. Kennt ihr politische Talkshows? Guckt sich das noch jemand an? Immer dieselben Leute sagen immer dieselben Sachen. Alles ist immer alternativlos und die Realität ist immer genau das Gegenteil. Das ist doch jetzt nicht etwas, da muss man doch kein Journalist sein. Und ich könnte auch sagen, hey, heute ist der 25. Es war strahlendes Wetter. Nein, es ist kein strahlendes Wetter. Es regnet, macht mir nichts aus. Aber morgen steht in dem Wetterbericht, es war strahlendes Wetter, weil der Bericht kommt von der Bundesregierung. Ja? Das ist es so. Und es ist einfach nur albern, das zu machen. Und deswegen, es gibt genügend Leute, die alternativ sind. Als ich festgestellt habe, als ich mich dafür intensiv interessiert habe, dass das, was ich esse, mich krank macht, habe ich gesagt, gibt es Alternativen? Die gibt es auch in Brandenburg. Und da bin ich einfach hingegangen und habe einfach lokal die Leute unterstützt. Es reicht nicht, die Slogans runterzubeten. Think Global und Aktion Local. Mach's doch einfach mal. So. Nein, ich höre da und immer, ja, das kannst du ja alles gar nicht machen. Ich weiß genau, ich bin jetzt 48, ich weiß genau, was ganz schwierig ist. Es ist schwierig, wenn man 48 Jahre etwas gemacht hat, das nach 48 Jahren zu ändern. Das ist das Problem. Das habe ich ja immer schon so gemacht. Dann hör doch ab sofort immer damit auf. Ja? Die meisten von uns haben diesen Satz oben auf dem Kopf, den diskutiere ich ständig auch mit meiner Freundin. Ja? Nämlich, das klappt bestimmt nicht. Okay, wenn wir uns an diesen Satz gewöhnt haben, dann nimm doch einfach nur das Nicht raus, den Rest können wir behalten. Das klappt bestimmt. Ja? Macht es, und ich sage nicht, dass das einfach ist. Das habe ich nicht gesagt. Ich fahre auch manchmal Auto und ich weiß, dass es kein Öko-Benzin gibt. Okay, ist mir klar. Ich kann nicht sagen, wo ist denn hier das Öko-Benzin? Ich weiß, woher es kommt. Ja? Ich weiß, dass ich Kriegspolitik an der Zapfsäule betreibe. Ab und zu muss ich Auto fahren, weil ich habe ein Team zu transportieren. Das kann ich dann nicht machen. Aber ich rede mir das nicht schön. Ich sage, so ist es. Dann fahre ich aber so wenig Auto wie möglich. Und wenn ich ein Auto fahren muss, frage ich, ist das ein Laden von Mercedes? Ist das ein Rüstungskonzern? Gibt es Alternativen? Die sind auch scheiße, aber nicht so total scheiße. Und das ist der Punkt. Der Schlüssel heute ist das Image dieser ganzen Läden. Wenn die Deutsche Bank ein schlechtes Image hat, dann lass dich doch nicht ködern, weil die dir 5% geben. Lass dich nicht davon. Das ist das Problem, was wir die meisten von uns haben. Wir diskutieren darüber. Aber die Gier, ja, die wir haben, oder die Gewohnheit, die wir haben, hält uns in diesen Strukturen fest, weil wir könnten sofort aufhören. Wenn wir heute alle aufhören, und zwar für immer, Produkte von Monsanto zu kaufen, ist die Firma in 2 Wochen pleite. So, es hat aber keinen Sinn.
hin, ja, zum Kanzleramt zu diskutieren und zu Frau Angela Merkel sagen, die Monsanto ist blöd und dann nimm mal was gegen die, damit ich die nicht mehr kaufen kann. Du hast doch jetzt schon die Möglichkeit, die nicht mehr zu kaufen, indem du die einfach nicht kaufst. So, ja, wie denn ist eine andere Frage, da sind wir wieder bei den Massenmedien, ja, von denen bekommen wir die Information nicht. Im Netz sich schlau machen, die Information ist ja da. Das ist anstrengend, weil man sich ändern muss. Aber anstrengend sein kann auch Spaß machen. Und da sind wir wieder beim Marketing. Mir macht es Spaß, mein bisheriges Leben zu ändern, weil ich genau weiß, es gibt diesen Schlüsselsatz und da sind wir eine neue Generation, bei der der nämlich nicht mehr gilt. Der Schlüsselsatz hieß, unseren Kindern soll es mal besser gehen als uns. Und ich sage, wenn es unseren Kindern mal so beschissen geht wie uns in unserer beschissensten Lage, dann geht es ihnen noch gut. Das ist der Punkt. Und es ist ja nicht unser Planet. Ich habe hier 48 Jahre gelebt. Ja, weiß, männlich, auf mich wurde nicht geschossen. Das Wasser kam raus, ich konnte es trinken. Damit bin ich eine Minderheit auf diesem Planeten. Okay, ich habe praktisch mein Budget ab. Jetzt sind die anderen mal dran. So, jetzt sind mal die anderen dran, denen es nicht so gut geht. Und diese ekelhafte Raft, die kotzt mich einfach an. Die kotzt mich auch bei mir selber an. Aber ich rede es nicht um den schönen Brei. Ich sag das wenigstens, okay? Das ist der entscheidende Punkt. Man muss bei sich selber anfangen sagen, okay, warum war ich so lange so impertinent und scheiße? Als Kind der 80er hat mich Helmut Kohl und Co. nicht interessiert. Ich wollte nur nach Italien. Das ist in Ordnung, okay? Aber das Leben besteht doch aus anderen Dingen. Und man muss seine Perspektive einfach ändern. Man muss sagen, okay, wie sieht die Sache aus? Das ist Marketing. Muss man sich selber anfangen und muss seine Nachbarn instruieren, dass sich ändern Spaß macht. Und das ist, wie gesagt, da komme ich auch schon zum Schluss, relativ früh für meine Person, ja? So, vergesst Monsanto, die Deutsche Bank, die Rüstungsindustrie, Angela Merkel. Es gibt Alternativen, ja? Und schreibt es einfach raus. Und wenn ihr diese Namen überhaupt hört, wenn ihr Steinmeier hört oder NSU-Prozess, dieser ganze Quatsch, der uns das ein, dann lacht darüber. Das ist das Erste, was ihr tun müsst. Ihr müsst darüber lachen, damit ihr merken, wir sind lächerlich Figuren, wir sind alle, das sind die Clowns da oben. Und man darf sich das nicht mehr gefallen lassen. Man darf sich nicht mehr einschüchtern lassen durch irgendwelche... Ich merke es auch bei Polizisten. Wenn ich auf eine Demo gehe und da ist ein Polizist, der irgendein Haus beschützen will, wo der letzte Spekulant rein will, dann frage ich ihn, dann ist der Polizist nicht mein Freund. Wir sind etwa in derselben Gehaltsklasse. Ich gehe hin und frage ihn, Entschuldigung, werden Sie entsprechend bezahlt? Nee, ich würde Ihnen doppelt so viel geben. Huch, denkt er dann sofort. Ja, wir müssen aufhören, dass die Polizisten unsere Feinde sind. Eigentlich sind es unsere. Wir lassen uns nämlich korrumpieren. Wir lassen nämlich die Keile hineintreiben. Da gibt es eine Occupy-Bewegung, da kommt die Großfinanz und spendiert den Polizisten in New York neue Splitterschutzwesten und dann wenden die sich gegen die Demonstranten. Wir müssen genau zu denen gehen, von denen man nicht erwartet, dass wir hingehen, weil es alles ein Team. Das ist der Punkt. Es gibt nur eine ganz, ganz kleine Spitze, die das oben, die von oben herunter regiert. Und das ist der entscheidende Punkt. Monsanto ist doch nur ein Tool für Kontrolle. Es geht nur um Kontrolle. Es gibt Kontrolle in der Hochfinanz, es gibt Kontrolle bei der Rüstungsindustrie, es gibt Kontrolle bei der Nahrungsmittelindustrie. Und das, was sie uns versprechen, ist immer das Gegenteil von dem, weil sie sich versprechen, wenn sie das versprechen. Aber versprechen kann sich jeder mal. Ja? Monsanto sorgt nicht dafür, dass es allen gut geht, sondern den ganz wenigen sehr, sehr gut und den meisten schlecht. Deswegen wurde Monsanto erfunden. Und so wird es auch eingesetzt. Die Rüstungsindustrie sorgt nicht dafür, dass überall Frieden ist, sondern dass Krieg ist, weil ohne Krieg gibt es ja keine Rüstungsindustrie. So. Und die Großbanken sind nicht dafür da, ja, um mir Kredite zu geben. Ich frage mich, wenn Angela Merkel sagt, sie hat das Vertrauen in die Investmentbanken hergestellt oder in die systemrelevanten Banken. Bei diesen systemrelevanten Banken, die hatten ja nie Vertrauen in mich, die haben mir nie ein Konto eingeräumt. Weil ich ja 15 Millionen mitbringen sollte, hatte ich nicht. Und dann möchte sie, dass diese Bank vertrauen. Ich brauche dieses Vertrauen nicht. So, und ich habe auch nicht in Angela Merkel Vertrauen. Man muss sich das mal ganz konkret anschauen. Angela Merkel kommt, glaube ich, aus dem Pastorenhaushalt und unser Bundespräsident ist, das ist der Gottesstaat, Freunde. Ja? So, man muss dem elementar widersprechen und sich die Frage stellen, wo setze ich an? Ich setze bei mir an und ich verlache diese ganzen Nasen. Und diese positive Stimmung packe ich in eine Aktion, indem ich sofort aufhöre, mit der Scheiße mitzumachen. Das ist anstrengend, das gebe ich zu. Und manchmal braucht man braucht ein Team intern, die einem immer wieder sagen, hey, da hast du jetzt auch die falsche Möhre gekauft. Okay. Ja? Aber das ist der Anfang. Das ist praktisch eine politische Love Parade, die wir eigentlich haben. Man darf sich da nicht nur in irgendeine Ecke verschanzen, es sich gut gehen lassen. Deswegen, ich möchte euch ganz herzlich beglückwünschen, dass ihr trotzdem des schissenden Wetters, das ist der deutsche Sommer, präsentiert vom Wetteramt, dass ihr trotzdem hier seid und dass ihr euch nicht entmutigen lasst, auch wenn wir nur ein paar wenige sind. Hört einfach auf mitzumachen, auch bei euch selber und findet keine dämlichen Ausreden. Ihr müsst bei euch selber an die Nase fassen und konsumiert ruhig die öffentlich-rechtlichen Medien, aber auch alternative Medien und hinterfragt die ganze Scheiße. Und steigt aus den Systemen aus, aus denen ihr aussteigen könnt. Ihr könnt aussteigen bei der Deutschen Bank, ihr könnt aussteigen bei der Atomindustrie, ihr könnt aussteigen bei Monsanto und diskutiert nicht über NATO-Politik, die ihr nicht ändern könnt und fangt erst dann an, euch zu ändern, wenn die Politik geändert werden kann. Ändert das, was ihr ändern könnt und das ist am Alltag viel mehr. Viel mehr, als was euch irgendjemand verspricht, ja? Und
überlegt euch ganz genau am 23. September, auf wen ihr reinfallt. Überlegt es euch ganz, ganz genau, okay? Und kommt weg von dieser Analphabetendemokratie, alle 4 Jahre ein Kreuz und sonst nichts machen, ja? Das braucht kein Mensch. Berlin ist eine Frontstadt, da waren die Leute immer hellwach. Und Berlin, das liebe ich an Berlin, quatscht ja auch jedem dazwischen. Quatscht doch mal in euer eigenes Leben dazwischen und lasst euch nicht immer dazwischen quatschen von irgendwelchen Leuten, die euer Leben gar nicht kennen. So. Mehr habe ich nicht zu sagen, ich sag nochmal diesen schrecklichen Namen und wir lachen alle und dann kann es von mir aus losgehen. Monsanto! Oh, ganz vielen Dank, Ken, das war super inspirierend und total toll, was du gesagt hast. Dankeschön!